Hi Leute, willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal Classic Airsoft. Heute habe ich euch was ganz Besonderes mitgebracht. Eine Samurai Edge Biohazard 20th Anniversary Edition. Und zwar Biohazard, die japanische Version, Originalversion von Resident Evil. Das Spiel wurde von Capcom 1996 ins Leben gerufen. 2016 zum 20-jährigen Jubiläum, wie der Name schon sagt, hat Marui diese Special Edition der Samurai Edge rausgebracht. Die Pistole wird in einem robusten Kunststoffkoffer geliefert. Sieht erstmal super aus, geiles Artwork. Hier aber jetzt auch schon das erste Manko. Ich habe die Waffe 2016 für 300 € bei Osheimer gekauft. Das Ganze stand nur in der Vitrine. Und jetzt sind erste Ermüdungen am Koffer zu sehen. Hier ein Bruch, da ein Bruch, obwohl die Waffe in den Jahren nur lediglich 5, 6 Mal aus dem Koffer geholt wurde. Sonst stand das Ganze im dunklen Schrank. Jo. Also an UV-Strahlung kann es nicht liegen. Ist wahrscheinlich Materialermüdung. Ziemlich schade, aber lässt sich auch nicht ändern. So, auf dem Cover Biohazard, ein Zombie, 20 Jahre Jubiläumsversion, Special Color Variation 1996 bis 2016. Wie gesagt, 1996 ist das Spiel rausgekommen, 2016 feiert das Franchise das 20. Jubiläum und da Marui die Rechte an dem Ganzen hat von Capcom, hier das Jubiläumsmodell zum 20-jährigen Geburtstag. Wenn wir den Koffer öffnen, sehen wir die M9 in einem Tarn-Bronzeton. Super sexy von der Farbe her. Ich finde, das sieht echt klasse aus. Mit dabei im Original-Lieferzustand ein Magazin, ein ausgeschnittenes Fach für ein weiteres Magazin. Ich habe hier einfach eins mit reingepackt. Des Weiteren ein limitierter Anstecker, ein Button, Stars. 2016, 1996, 20. Anniversary. Ja, die Samurai Edge. Hier ein Latch zum Dranziehen. Nimmt man das Schaumstoff-Inlay weg. Kommt die Anleitung zum Vorschein. Sicherheitshinweise, Garantiekarte, an Jamming Rod. Eine deutsche Anleitung vom Importeur. Das war es dann hier auch schon. So. Unter dem Anstecker befinden sich dann nochmal Magazin-Follower-Extensions, um mit der Waffe Leerschüsse machen zu können. Und Tütchen Marui 020er BBs. Die M9 an sich, Stars RPD, steht für Raccoon Police Department. Die Waffe wird natürlich mit einem roten Laufstopfen geliefert. Hier einmal von der linken Seite, wirklich sehr, sehr schön gefertigt. Mit einem schön glänzenden Emblem, Seriennummer Stars RPD Special Team. Der rechten Seite Modell Samurai Edge, Law Enforcement Use Only, Tokyo Marui, das FM5-Eck, USM9, Tokyo Marui, Japan. Es handelt sich bei dieser Pistole um eine M9, M9 Frame, der Slide etwas abgewandelt, im Grunde derselbe wie bei der normalen Samurai Edge High Grade, allerdings in einem farbigen Kunststoff mit schwarzen Bedienteilen. Die Waffe Marui typisch, eigentlich komplett aus Kunststoff, bis auf eben die Bedienteile, Magazinauswurf, die beiden Schrauben, um die Griffschalen festzuhalten, den Abzug, Zerlegeknopf, Schlittenfang, Sicherung beidseitig bedienbar, Kimme und Korn, die hier mit weißen Punkten versehen. Die Waffe ist eine Double-Action-Ausführung, sprich durch Abkrümmen spannt sich der Hammer und schlägt ab. Der Abzug bzw. Hammer lässt sich vorspannen,
was zu einem einfacheren, leichteren und kürzeren Abzugsweg führt. Zum Zerlegen der Waffe, wie bei einer Beretta M9 oder M92F üblich, Knopf reindrücken auf der linken Seite, rechten Seite, Entschuldigung. Dann links den Zerlegehebel nach unten bewegen und der Verschluss lässt sich ganz einfach entnehmen. Hier findet man dann das einstellbare Hop-Up. Hier ist das Rädchen. Das Hop-Up lässt sich sehr gut dosieren. Die Waffe hat eine super Reichweite, wie eigentlich alle Marui M9s, M9er. So, wieder zusammengesetzt. Wollen wir mal schauen, wie die Waffe so schießt. Ich würde grundsätzlich für Marui GBBs im Sommer nur 144A Gas oder Leitgas empfehlen. In den Wintermonaten kann man auch Abbey Ultra nutzen. Im Sommer wäre mir das Gas allerdings dann zu stark für die Pistole. Da Marui GBBs bekanntermaßen aus Kunststoff bestehen. Das Ganze ist nicht so robust, dass sie für den dauerhaften Einsatz von Green Gas ausgelegt sind. Und ich denke, an so einem seltenen Stück sollte man länger Spaß haben. Und die Performance und Reichweite ist Marui typisch eigentlich lang genug. So, das Magazin wird von oben mit BBs geladen, wie eigentlich üblich. Auch hier, wie bei fast jedem Marui-Magazin, unten eine breitere Aussparung, zieht man den Follower ganz runter, lassen sich hier BBs mit dem Speedloader und einem Loading-Tool ja, einführen, reinkippen, wie auch immer. So, wollen wir die Pistole mal kronen. Dazu erstmal die Schutzbrille aufsetzen. Holen wir uns den Kroni hier ran. Schießen, Magazin einführen, Pistole spannen, ah, Sicherung beidseitig natürlich bedienbar, links, wie auch rechts. Die Waffe wird automatisch entspannt, wenn sie in gesicherten Zustand gestellt wird. Will man jetzt schießen, eine Patrone ist jetzt eine Patrone, eine BB ist jetzt im Patronenlager zugeführt, reicht es, die Waffe zu entsichern und den Hammer zu spannen. So, und mal schauen, was der Kroni dazu sagt. 283 FPS, 276,3, 273,7, 270,3, 266,4, 263,9. 259,8 FPS, 260,9 FPS, 257,8 und 257,8 FPS. Hat euch das Video gefallen, würde ich mich über einen Daumen hoch, ein Like, vielleicht einen Kommentar oder ein Follow freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.